Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse. Mein Name ist Volker Plass. Ich bin Bundessprecher der Grünen Wirtschaft und für alle, die uns, die Grüne Wirtschaft, noch nicht kennen, die Grüne Wirtschaft ist die Organisation grüner Unternehmerinnen und Unternehmer und wir sind als Grüne Fraktion in der Wirtschaftskammer vertreten. Ich begrüße Sie und Euch am Abend eines für die Eurozone und die Europäische Union durchaus entscheidenden Tages. Ich begrüße Euch und Sie zu einem Gespräch mit dem Thema Dauerkrise, Schuldenberge, Rettungsschirme, ist Europa noch zu retten? Ich habe zwei spannende Gäste eingeladen, die ich kurz vorstellen möchte. Zu meiner Linken Johannes Voggenhuber, herzlich willkommen. Johannes Voggenhuber war in den 80er Jahren Stadtrat der Bürgerliste in Salzburg, war dann Bundesgeschäftsführer der österreichischen Grünen, später im Nationalrat von 1995 bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Er war dort Mitglied des seinerzeitigen Verfassungskonvents und ist damit sicherlich einer der profiliertesten Europapolitiker unseres Landes. Seit seinem Ausscheiden aus dem EU-Parlament befindet sich Johannes Voggenhuber nicht im Ruhestand. Er ist weiterhin umtriebig und politisch aktiv, nicht nur mit Publikationen, Sonderzahl, sondern auch als gern gesehener Gast bei Fernsehdiskussionen, Talkshows, Diskussionen. Seit einiger Zeit auch als Proponent der Initiative Mein OE, einer Art Waisenrat von Politikern, die sich offiziell bereits außer Dienst befinden und die für radikale Reformen Österreichs und seiner demokratischen Strukturen eintreten. Das letzte Buch, das Johannes Voggenhuber geschrieben hat, trägt den Titel Res Publica, Reden gegen die Schwerkraft und ist 2010 im Residenzverlag erschienen. Zu meiner Rechten Klaus Woltron, herzlich willkommen. Herr Woltron hat an der Montan-Universität Leoben studiert, seinerzeit Metallurgie und Verfahrenstechnik, war dann große Teile seines Lebens in österreichischen Industriebetrieben tätig, unter anderem Generaldirektor der Simmering Graz Pauker AG und Generaldirektor der ABB Austria AG. Herr Woltron ist seit 1994 selbstständiger Unternehmer und heute geschäftsführender Gesellschafter der Minas Beteiligungs- und Management GmbH, einer Gesellschaft, die sich auf Unternehmensbeteiligungen spezialisiert hat. Herr Woltron publiziert auch sehr viel, nicht nur in Facebook gemeinsam mit Johannes Voggenhuber, sondern auch in österreichischen Tageszeitungen und Monatsmagazinen, wie zum Beispiel dem Industriemagazin. Und er plädiert in seinen Kolumnen für mehr Ethik in der Wirtschaft und für langfristiges Denken, ein Aspekt, der heute Abend sicherlich auch zur Sprache kommen wird. Ein sehr spannendes Buch, das er publiziert hat, ist ebenfalls im Residenzverlag erschienen, allerdings schon 2009 und trägt den Titel Die Perestroika des Kapitalismus, ein Aufruf zum Systemwechsel. Ich empfehle dieses Buch sehr. In technischer Hinsicht, wir werden ungefähr dreiviertel Stunden diskutieren. Diese Diskussion wird per Video aufgezeichnet. Wir werden eine kurze Publikumsrunde machen im zweiten Teil. Jede und jeder, der sich zu Wort meldet, muss damit rechnen, auch gefilmt zu werden und dann im Internet wieder aufzutauchen. Danach gibt es auch ein bisschen was zum Essen und zum Trinken, wenn wir erschöpft sind. So, ich habe mir gedacht, um einen Faden durch dieses überaus komplexe Thema zu finden, dass wir versuchen, diesen Abend in drei Teile zu teilen. Im ersten Teil möchte ich versuchen, mit Ihnen, mit euch gemeinsam ein Blitzlicht auf die aktuellsten Entwicklungen der letzten Tage zu werfen. Dann möchte ich einen zweiten Teil einer tiefergehenden Analyse widmen, weil das, was wir Finanzkrise, Schuldenkrise, Eurokrise, Krise der europäischen Institutionen nennen, hat ja viel tiefer liegende Ursachen und die wollen wir heute auch beleuchten. Und im dritten Teil wollen wir dann versuchen, einerseits wünschenswerte, andererseits machbare Lösungen zu entwickeln oder zumindest vorzuschlagen, wobei wir uns nicht das Ziel gesetzt haben, uns in allen Punkten zu einigen. Wir haben hier keinen Ergebnisdruck. Wir wollen auch lustvoll miteinander streiten. Heute hat das deutsche Bundesverfassungsgericht eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Es wurde grünes Licht für den ESM, für den Europäischen Stabilitätsmechanismus gegeben.
Es gibt zwar gewisse Einschränkungen, aber höchstwahrscheinlich, so die eher kuriose Formulierung des deutschen Bundesverfassungsgerichts, ist der ESM im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz. Die europäische Politik jubelt. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig ist vor wenigen Tagen die Europäische Zentralbank in die Offensive getreten. Mario Draghi hat angekündigt, dass die Europäische Zentralbank in Zukunft unlimitiert Anleihen notleidender Euro-Staaten ankaufen wird. Und mit diesen beiden Instrumenten, also einerseits der unlimitierten Ankaufspolitik der Europäischen Zentralbank und auf der anderen Seite dem ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der jetzt in Kraft treten wird, glaubt man, eine Wunderwaffe in der Hand zu haben, um endlich diese wahnsinnige Zinsspirale, die da in den letzten Jahren entstanden ist, in den Griff zu bekommen und auch mehr Ruhe zur Verfügung zu haben, um grundlegende Reformen in Staaten wie Griechenland oder Spanien einzuleiten. Herr Woltraun, teilen Sie diesen Optimismus oder handelt es sich bei den Entwicklungen der letzten Tage um Schritte in die falsche Richtung? Man muss es, glaube ich, einschalten. Da gibt es ein kleines Knopfball, wo man es einschaltet. Es leuchtet grün, probieren Sie es nochmal. Ja. Legen Sie los. Jetzt geht's. Ja. Wer hat denn das jetzt geschafft? Wie ist das gegangen? Das ist ein Wunder der Technik. Das ist ein Wunder der Technik. Also, ich wundere mich nicht über das, was heute passiert ist, weil es war ja abzusehen, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Es bleibt ihm ja auch gar nichts anderes wie war. Ich glaube nur, dass dieser Schritt, der jetzt legitimiert wurde, nämlich den ESM auch freizugeben durch den deutschen Bundespräsidenten, ein weiterer Schritt in dieser ganzen Verzweiflungsaktion, die seit einigen, ich bin jetzt bewusst provokativ, ja, lasst mich, damit sein, ja. Der Adrenalinspiegel ist noch zu niedrig bei mir und die brauchen, weil sonst komme ich nicht in Schwung. Aber wir befinden uns in einer trichterförmigen Situation, die durch die unglückselige Konstruktion des Euro, die gut gemeint war, glaube ich. Ich war selbst dafür, sage ich ganz ehrlich, ja. Aber ich bin damals zu wenig tief in die Konsequenzen und in die Materie eingedrungen, um auch nur annähernd abschätzen zu können, was das Ganze wirklich bedeutet, wenn eine Reihe von Volkswirtschaften, die eine völlig unterschiedliche Leistungsfähigkeit haben, die auch eine vollkommen unterschiedliche Kultur haben, ja, sich sozusagen unterordnet unter ein Rasenmäherprinzip, welches eine individuelle ökonomische und auch kulturelle Gestionierung versucht, in eine Zwangsjacke von einer gleichen Währungsparität hineinzubringen. Da sind wir jetzt schon ziemlich in der Analyse drinnen. Also ja. Für Sie war es eher ein weiterer Verzweiflungsschritt. Ja, also ganz präzis auf Ihre Frage, eine erzwungene und eigentlich nicht umgehbare Antwort auf eine Situation, die man selbst geschaffen hat, in die man sich hineingetrieben hat und wo man jetzt eigentlich überhaupt nur mehr die Alternativen hat, den Teufel mit Belzebub auszutreiben und mit Benzin einen Brand zu löschen. Weil wenn das deutsche Verfassungsgericht anders entschieden hätte, wäre dann Chaos noch kurzfristig ärger, entstanden. Dann wäre kurzfristig es zu einer Blockadesituation gekommen, die eine Reihe von hochmögenden Persönlichkeiten und Regierungen in eine sehr schwierige Situation gebracht hätte. Und denen ist es sicher viel lieber, wenn sie es überhaupt kapieren, einige, glaube ich, kapieren es gar nicht, dass sich die ganze Malaise noch über wahrscheinlich noch 3-4 Jahre hin erstreckt und man die Möglichkeit hat, die Schuld an dem, was passieren wird und den Ärger, der immer größer werden wird, so zu verschleiern, dass man hinten auch sagen kann, wir können eh nichts dafür. Das ist mein Eindruck und ich bin auch durchaus in der Lage, das mit sehr präzisen Argumenten zu untermauern.
Johannes Voggenhuber, wenn man den europäischen Stabilitätsmechanismus letztendlich als ein Instrument der Gemeinsamkeit betrachtet und wenn man bewusst positiv in Betracht zieht, dass der Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank sicherlich ein kleiner Schritt ist in die Vergemeinschaftung von Schulden bzw. dieser fast unstemmbaren Aufgabe. Ist das nicht etwas, wo du mit zumindest einem lachenden Auge sagst, naja, der Weg geht zwar sehr fragwürdig, aber doch ein bisschen in die richtige Richtung? Also ich habe ja in meinem Leben ein leidenschaftliches Interesse auch für Architektur gehabt. Und da ist es mit Schwarzbarten so eine Geschichte. Also man kann natürlich sagen, immer wenn irgendwas dazugebaut wird, weil wir gerade ein Baumaterial haben oder gerade die Gelegenheit ist oder gerade der Widerstand des Nachbarn einschläft, baut man halt was. Auf die Gefahr, dass dann die Toiletten fehlen und das Stiegenhaus. Und insofern war ich natürlich als Verfassungspolitiker immer mit dem Blick auf Checks and Balances, auf republikanische Werte, auf demokratische Legitimation. Und habe mich mit den damals auch früh entstehenden Föderalisten immer geprügelt, weil ich sagte, ihr heißt jeden Integrationsschritt willkommen, so unlegitimiert, so wenig kontrolliert er ist und ihr seht überhaupt nicht, dass ihr die Kluft des Misstrauens zu den Bürgern aufmacht. Und vielleicht darf ich aber ein bisschen, also ich bin dagegen, dass man diese, so ist ja die Union zum Teil entstanden. Wirtschaftliche Integration, ohne darauf zu achten, dass damit politische Entscheidungen determiniert werden, die überhaupt keine Waffengleichheit mit einem gewaltigen Binnenmarkt, mit einer, geschweige denn einer Währungsunion, die ja alles unterdrückt. Und da ist eine Ordnung entstanden, die bis in die, man könnte sie fast totalitär nennen, so nach Hannah Arendt, so bis in die Pore der Gesellschaft, bis zur krummen Gurke. Ohne dass aber die politischen Balancen, die demokratischen Kontrollen entstanden sind. Und da weiterzumachen, halte ich für Selbstmord Europas. Aber also das Bild eines Hauses, wo jetzt chaotisch und in der Not eine Feuermauer, ja, eine Fluchtleiter oder irgendwas, ja, dran gebaut wird, ohne dass man wirklich einen Bauplan, genau, eines... Und deshalb war ich vor 12 Jahren so sehr der Überzeugung, dass es eine Entwurfshaltung zu Europa braucht. Und auch heute. Jetzt ist zwar die Lage sehr verworren. Aber jetzt darf ich ein paar aufgreifen, weil es etwas sichtbar macht. Ja? Also erst einmal möchte ich die Frage beantworten. Ich finde so Titel von Veranstaltungen immer so magisch. Und ich gehöre zu den seltenen Menschen, die immer ganz fixiert sind, die Frage zu beantworten. Aber die Frage, ist Europa zu retten, will ich beantworten. Mit einem Halbsatz. Ja, Europa ist zu retten, wenn es um Europa geht. Wenn es um Europa geht, ist das zu retten. Wenn es um nationale Interessen, Eigenbröteleien, Rivalitäten, Hegemonien, Achsen, Balancen, wenn es um das eigene Hemd und nicht den Rock geht und wenn das alles und der Nachbar kann ruhig abbrennen, kein Problem, wir haben keine Familie, wir sind Rivalen, dann ist Europa nicht zu retten. Entweder wir begreifen es heute, bei aller Diagnose, bei aller Schlechter, und da gehöre ich zu denen, die eher schwarz malen, bin kein Illusionist Europas, aber wenn wir es jetzt nicht begreifen, dass es um Europa geht, dann ist es auch nicht zu retten. Diesen etwas langen Halbsatz möchte ich einmal stehen lassen. Wir haben dann im Analyseteil noch ausreichend Zeit, das zu vertiefen. Ich möchte noch zwei andere Punkte der letzten Tage aufgreifen. Einerseits haben wir ja jetzt auch eine Entwicklung hin zu einer europäischen Bankenaufsicht, das letztendlich auch in einer gesamteuropäischen Einlagensicherung münden könnte. Das ist sicherlich auch ein kleiner Schritt in die Richtung, dass internationale Banken und Finanzcasino zumindest ein bisschen mehr gemeinsam zu überwachen. Und das, was ich auch interessant fand, war, dass Manuel Barroso heute doch recht klar plädiert hat, Europa noch mehr zu einen. Er hat den Begriff einer Föderation aus Nationalstaaten, einen Staatenbund der Nationalstaaten in den Mund genommen und hat in einer ziemlich klaren Weise gesagt, wir brauchen eine vertiefte, echte Wirtschafts- und Währungsunion und mehr politische und wirtschaftliche Kompetenzen, die die Nationalstaaten an die EU abgeben. Bei aller Kritik und bei aller Skepsis, sind das nicht auch kleine Dinge, die uns Hoffnung geben? Ja, es ist eine Option.
Das ist eine von zwei Optionen, die jetzt aufeinander prallen. Die, das, was der Herr Barroso später aber doch kommt, er sich traut zu sagen, ist seit 12 Jahren kleine Münze. Die Währungsunion, ich erinnere mich an diese berühmte Sondersitzung am Samstag 1998 im Europäischen Parlament, Beschluss der dritten Stufe der Währungsunion. Und da kamen sie alle, die Regierungen, die Räte, alle haben gesagt, das ist ein suboptimaler Währungsraum mit divergierenden Wirtschaften. Ausgeliefert, hilflos den externen Schocks. Ohne politisch flankierende Maßnahmen. Keine Wirtschaftsregierung, keine Fiskalunion, und die geht es ja eigentlich, weil Wirtschafts- und Währungsunion haben wir ja. Keine Fiskalunion, keine gemeinsame Wirtschaftsregierung, keine Aufsichten, keine Regulierung des Finanzmarktes, keine wirkliche Bankenaufsicht, keine Verschuldensaufsicht der Staaten. Keine Aufsicht über die Erfüllung der Maastricht-Kriterien des späteren Stabilitätspaktes. Aber die deutsche Geschichte zwingt uns dazu, so wie uns die Erweiterung gezwungen hat, vor der Vertiefung zu erweitern, alle diese Unfälle. Und niemand gab es damals. Es gab niemanden. Ich habe niemanden getroffen, der das nicht als eine Fehlkonstruktion begriffen hat. Und deshalb ist heute wichtig zu sagen, die Regierungen haben uns sehenden Auges in diese Krise geführt. Denn schon in Nizza, wenn ich mich erinnern darf, ist der Vertrag gescheitert mit eben diesen Zielen. Dann haben sie sich im Verfassungskonvent mit allen Mitteln dagegen gestellt, dass das, was sie selber als notwendig erachtet haben, realisiert wird, aus einem einzigen Grund. Nirgendwo seit der Französischen Revolution ist in einer Demokratie es der Exekutive gelungen, so eine Macht auszuüben wie über Europa. Und an der krallen sie sich seither fest. Und all das, wovon wir jetzt reden, bedeutet Schritte der Vergemeinschaftung. Weg von der intergouvernementalen Regierung Europas hin in das Gemeinschafts-Europa. Das wollen sie nicht. Und das, alles, was jetzt geschieht, haben sie sehenden Auges in Kauf genommen. Alle diese Schritte, sind schon Schritte in die richtige Richtung. Vielleicht in Klammer die Frage der gemeinsamen Einlagensicherung, darüber könnte man reden, ob das jetzt sinnvoll ist, aber diese Aufsichts- und Kontrollorganisation und auch Sanktionsmöglichkeiten sind ein Schritt in eine Fiskalunion. Aber immer noch, ich bin beim Entwurf, immer noch ein Bau, wo ich nicht weiß, kommt der Kontrolleur dort auch hin? Fällt das Licht der Öffentlichkeit oder gibt es dort keine Elektroinstallation? Ich stelle nur fest, in den Bauten der Union, weil inzwischen sind wir ja bei völkerrechtlichen Konstruktionen, haben sie komischerweise die Lichtleitungen vergessen. Es ist dort zappenduster. Zappenduster. Die Herrschaften, die sich dort versammeln, sitzen im Dunkeln. Vor ihren Parlamenten nicht zu sehen, vor der Öffentlichkeit, den Bürgern, nichts zu sehen, zappenduster. Also ja, diesen Bau brauchen wir, aber ich hätte gern sehr viel Licht drin und einen Eingang, wo die Öffentlichkeit ein- und ausgehen kann. Den Ball werden Sie jetzt sicherlich gern aufgreifen, weil in Ihren Kommentaren und Ausführungen haben Sie ja auch immer darauf hingewiesen, dass die EU-Zone oder die gemeinsame Währungsunion in dieser Form gar nicht funktionieren konnte und eigentlich auf Basis einer gigantischen Fehlannahme gestartet wurde. Und der zweite Punkt, wo ich Sie bitten würde, um eine Analyse, ist, dass Sie sagen, das, was wir momentan als europäische Finanzkrise bezeichnen, ist eigentlich ein Symptom, ein lokales Symptom einer weltweiten Finanzkrise, weil die Forderungen der Finanzwirtschaft und die Leistungsfähigkeit der Realwirtschaft einfach immer weiter auseinandergehen. Bitte. Ich bin ja der Maschinist. Ja? Ich bin der Maschinist in der Runde. Ich habe es immer zu tun gehabt mit Pleitefirmen. Das hat mich verfolgt, das hat mir immer umgehängt, bis hin zur Festsanierung. Und man geht halt an solche Gebilde, die sich in einer kritischen Situation befinden, mit einem immer stärker geschärften Blick heran und lasst sie vor allen Dingen von den einzelnen Mitarbeitern, die aus ihrem speziellen Blickwinkel erzählen, warum das ganze Ding warum die Sache so am Stinken ist, ihre Meinung sagen. Aber ich warte dann immer sehr lang, bis sich in meinem Inneren eine
eine Synthese aller dieser Informationen gebildet hat. Und bei der EU, habe ich eine Schnittmenge mit den Meinungen vom Kollegen links von mir, aber die ist gar nicht so klein. Ja. Es ist vielleicht eine Frage auch der Terminologien, die unterschiedlich sind. Ich bin zutiefst bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass man das Pferd sozusagen beim Schwanz aufgezäumt hat, dass man zuerst Kategorien geschaffen hat, für die man die Kontrollinstrumente überhaupt nicht beherrscht hat. Und wenn man ein Pferd vom Schwanz aufzäumt, darf man sich hinten noch nicht wundern, dass man es nicht zügelt. Dass man es nicht zügeln kann, wenn man arbeitet an einer Stelle, wo es sehr empfindlich ist herum. Jetzt, das ist das Erste. Und aus dieser extrem schwierigen Situation, glaube ich, wird man, wenn überhaupt, nur mit sehr viel Glück und sehr viel Geschick herauskommen, weil der Weg heraus wird durch die negativen Erfahrungen, die jetzt 400 Millionen Menschen gewinnen, Vertrauensverlust, ununterbrochene negative Nachrichten, ja. Dann die zunehmenden Gehässigkeiten zwischen Nord und Süd, die einen fühlen sich ausgebeutet, die anderen fühlen sich betrogen, es gibt da schon ziemlich viel Ärger, was die auflebenden Nationalismen betrifft. Und die Frage ist, ob man in dieser aufgeheizten Situation, das wird ja noch viel ärger, die notwendigen Instrumente schaffen kann, im Konsens und mit der Einbindung der Bürger, die notwendig sind, um teilweise sehr massive Änderungen im Instrumentarium durchzusetzen. Wenn ich mir anschaue, wie sich das entwickelt, die ganzen Streitereien, dann möchte man nicht vorstellen, wie die notwendigen Volksabstimmungen, die dazu führen würden, ein noch zu definierendes Europa, das mir auch gefallen würde, hängt von der Definition ab, zu konstruieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, auf Ihre zweite Frage, der wirkliche Hintergrund der ganzen Misere ist ja ein wesentlich größerer. Der liegt im kapitalistischen System und in den Entartungen, die es in den letzten 25 Jahren zusätzlich noch leider Gottes gegeben hat, dass nämlich die Volumina an Geld, Wertschriften, Anleihen, Aktien, die auf der Welt unterwegs sind, mindestens dreimal bis viermal so groß sind wie der Fair Value des Werts der tatsächlichen wirtschaftlichen Hardware sozusagen. Nicht? Und jetzt geht's da, und da kommen natürlich die Knaben wie der Soros und die sich ja betätigt haben, diese Aufblähung der letztendlich Schulden, die nicht gedeckt sind, die sich auch durch entsprechende Realverzinsungen niemals refinanzieren lassen. Das geht sie ganz einfach nicht auf. Und dort ist der Hase im Pfeffer. Es findet also jetzt eine weltweite, clandestine Auseinandersetzung statt, wer zahlt die Rechnung für diese nicht mehr refinanzierbaren Schulden. Und das spielt sich in Europa jetzt in der ganzen Frage ab, wie stabilisiert man jetzt noch die Zinssätze, damit noch mehr virtuelles Kapital in die Wirtschaft hineingepumpt wird, damit sich die fahrlässigerweise Geld hergeborgt haben an solche, die sich fahrlässigerweise ausgeborgt haben, für Dinge, die sich nicht amortisieren, möglichst wieder zurückkriegen. Und diese Auseinandersetzung wird meines Erachtens, es geht sich also sicher nicht aus, einige werden die Rechnung stärker bezahlen, andere weniger stark. Und in der Atmosphäre eine Konstruktion zu schaffen, die man braucht, um ein solches gewaltiges Gebilde, wie viele Länder sind es, etliche, Sie wissen es, ein ganzer Haufen Länder, von unten bis hinauf ans Nordkap, mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Arbeitsstilen, das dann so zu regulieren, dass das friedlich funktioniert in der Atmosphäre, ich glaube, das ist die eigentliche Schlüsselfrage. Das Ziel, das Sie haben, habe ich auch.
Ich glaube nur, dass man das Pferd so scheu gemacht hat und noch so viel scheuer machen wird, dass wir es nicht da bändigen. Es wird uns wütend werden. Habe ich das richtig verstanden, dass die Schere zwischen Finanzguthaben, / Schulden, jeder Schuld steht ja ein Guthaben gegenüber. Einfache Ziffer. Den Satz möchte ich fertig. Und dem, was die Realwirtschaft weltweit noch leisten ungefähr kann, dass diese Schere so weit auseinander geht aufgrund der tiefer liegenden Strukturen unseres Zinseszinssystems, unseres Geldsystems und so weiter. Aber Spekulation. Dass es irgendwann einmal einen Crash geben muss. Es gibt ja ununterbrochen schon. Es gibt also die Finanzkrise eigentlich als der permanente Normalfall des Geld- und Zinseszinssystems. Hat es ja immer wieder gegeben, dass die Schere zwischen Fair Value, wir sind ja da in einer Wirtschaftsgruppe, also zwischen dem Schätzwert, den jemand wirklich zu bezahlen bereit ist für eine wirtschaftliche Einheit oder für einen Wechsel und so weiter, und dem, was an Geld und virtuellen Schuldverschreibungen unterwegs ist, dort ist das Verhältnis etwa 1:3. Ja? Es gibt also eine sehr schöne Studie von ist wurscht von wem, ja? Eine seriöse Institution, nicht politisch, ja? Die herausgefunden hat, dass über alle OECD-Staaten hinweg die Summe der privaten, staatlichen und Firmenschulden etwa 3-mal so groß ist wie das Sozialprodukt dieser Staaten. Und daraus hat man berechnet, es wäre möglich, wenn es der Faktor 1,8 betragen würde, lässt sich das mit normaler Arbeit, mit einer Rentabilität von 4-5%, lässt sich das refinanzieren. Aber diese Summe lässt sich mit einer anständigen Arbeit, und wir wissen alle, man kann mit dem Kapital, mit dem Eingesetzten, kannst 5-7% mit ehrlicher Arbeit im Schnitt verdienen. Über alle Branchen hinweg. Aber nicht 100. Das heißt, im Hintergrund wissen die Brüder das natürlich alle, die Morgan Stanleys und die und auch die Raiffeisen. Ja? Und jetzt geht's, sie ja alles ein Pinkel hadern. Ne? Es bleibt ihnen ja nichts anderes über. Das ist ja Geschichte. Und jetzt gibt es ein weltweites Gezerre, wie verschiebe ich die Rechnung dorthin, wo ich gerade nicht bin. Und es ist ganz einfach. Ja? Und einer der Spielplätze für diese Geschichte ist jetzt der Draghi mit seinen ganzen Freunden, und ich würde an seiner Stelle, ich würde mich dort nicht wohlfühlen, aber mir würde dort überhaupt nichts anderes überbleiben. Ich brauche frisches Geld, damit ich diese ganze Geschichte verdünnen kann, Zeit gewinne, um diese Diskrepanz zumindest eine Zeit lang auszugleichen, und dann wird es schon irgendwie gehen. Die Frage ist, ob das wirklich so ist. Ich glaube es nicht. Es wird in eine Serie von kleineren, größeren Krisen, Zusammenbrüchen und Ärgernissen münden. Ist es übertrieben zu sagen, dass die gesamte Weltwirtschaft sich eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen im Konkurs befindet und dass wir längst ein geordnetes Konkursverfahren bräuchten? Aber wir haben ja noch nie was Geordnetes zusammengebracht auf dieser Welt. Das heißt, momentan haben wir so eine Mischung aus Konkursverschleppung und Bevorzugung einzelner Gläubiger, kann man das so? Ja, aber ich glaube nicht, dass man jetzt hinzeigen kann und sagen, die oder die sind schuld, sondern das ist, glaube ich, ein schicksalhafter Vorgang, da gibt es also viel mehr oder weniger Schuldige und manche, die überhaupt nichts dafür können, aber es ist eine komplette Systemkrise. Und die EU ist ein kleiner Spielplatz dort. Ich meine, die Chinesen machen es ganz anders. Nicht? Die Chinesen reden nicht, wir geben unseren Gläubigern, dorthin, wo wir Geld gegeben haben und es nicht zurückkriegen, machen wir ein Bailout und sagen wir, vergessen wir die Geschichte, sondern die sagen, wir wollen dafür Gegenwerte haben. Wir wollen dafür Grundstücke in Afrika haben, wir wollen Firmen haben. Das heißt, die gehen ganz brutal wie der
Kaufmann vor und sagt, wenn einer bei mir Schulden hat und er kann es nicht zahlen, dann wird er gepfändet. Bei uns ist es halt so, wir sind freundlich und sagen, wir lassen es ihm nach. Nicht? Ich meine, das ist, ob das Europa dann gegenüber den anderen einen Vorteil verschaffen wird, das wird man auch erst sehen. Derzeit sind wir auf dem Rückzug. Dass es wirklich keine Schuldigen gibt und dass dieser Konkurs der Weltwirtschaft ein Schicksalsschlag ist, diese Meinung wirst du nicht ganz teilen, nehme ich mal an. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich es relativ müßig finde, weil in so einer schweren Krise, wie sie Europa betrifft, ist mir einmal das Wichtigste die präzise Diagnose. Wenn man das ausweitet zu einem Untergangsszenario, dann hat es enorme Auswirkungen auf die politischen Möglichkeiten und auf die Möglichkeiten, eine Krise zu bewältigen, weil sich eine Stimmung des Untergangs verbreitet, in der der Mensch paralysiert, gelähmt und verzweifelt wird. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Jetzt zur Richtigstellung der Dinge, und die drei Dinge, die hier angesprochen wurden, sind zentrale Dinge, darin sind wir uns einmal einig. Ja? Aber Europa, die Staaten, um die es hier geht, haben eine Verschuldung bis 120%, das sind die allerschlimmsten. Der Durchschnittsverschuldungsprozentsatz der europäischen Staaten ist 88%. Das ist beherrschbar. Sogar mit der Haushaltsrechnung einer Hausfrau, eine Familie, die 80% eines Jahreseinkommens Schulden hat, ist nicht verloren. Ja? Um einmal die Dinge richtig zu stellen. So, das Erste, was Klaus Woltron angesprochen hat, ist der entscheidendste Punkt. Die Politik starrt auf das Misstrauen der Finanzmärkte. Das eigentliche Problem, das wir haben, ist das Misstrauen der Menschen in Europa. Weil das entscheidet über die Möglichkeiten zu handeln, die wir haben. Ob das Ross scheut oder nicht, wenn man das jetzt anwendet. Ich halte die Finanzkrise für beherrschbar, wenn sie nicht globale Ausmaße betrifft. Wenn das jetzt in diesem Kontext, europäischen Kontext bleibt, ist es beherrschbar. Die Vertrauenskrise droht, unbeherrschbar zu werden. Und jetzt möchte ich einmal ein Beispiel sagen, wie. Es ist ja, manchmal ist man ja verzweifelt. Das ist ja, die Verzweiflung gehört ja irgendwie zum Job. Da verbringen Sie 15 Jahre im Auge des Taifuns, glauben Sie kennen jede Schraube dieses Raddampfers da oder dieser Maschine. Und dann sehen Sie eine öffentliche Debatte, wo Sie sich fragen, soll ich jetzt aufhören zu denken oder zu reden? Weil ich schaue mir heute das Urteil von Karlsruhe an. Ganz Europa jubelt, hast du gesagt, mit Recht. Also, ganz Europa jubelt. Das Urteil ist erwartbar, die Auflagen waren erwartbar und die Aktienmärkte steigen und so. Aber niemand diskutiert darüber, was dieses Urteil im Kern war. Denn der entscheidende Satz dieses Urteils, bisher noch in keinem Artikel berichtet, war ganz am Anfang und hieß, dass der ESM verfassungskonform ist, unter der Voraussetzung, dass ohne die Stimme Deutschlands keine Entscheidungen getroffen werden können. Und dann kam erst, wie das an den Bundestag angebunden wird, dann kam erst, dass die Geheimhaltungspflicht nicht verhindern darf, dass das Parlament informiert wird. Die Entscheidungen des ESM werden mit 85%iger Mehrheit getroffen. Deutschland hat mehr als 15%. Daher gibt es keine Entscheidung, die Deutschland gegen den Willen Deutschlands passieren kann. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage dieses Urteils. Es ist also demokratisch legitimiert, es ist verfassungsgemäß, weil keine Entscheidung gegen Deutschland getroffen werden kann und die ist ans Parlament gebunden. So, jetzt warte ich darauf, dass irgendjemand sagt, wo sind die anderen 26, die nicht 27% Stimmanteil haben, die überstimmt werden können. Was ist da noch demokratisch? Was ist da noch parlamentarisch? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Dieser Gerichtshof hat klargestellt, dass dieser ESM demokratisch nicht legitimiert ist, dass er den Parlamentarismus in den Ländern zerstört, die überstimmt werden. Und wir feiern und Europa jubelt. Ja? Ich meine, ich erinnere mich emotional heute, an genau demselben Punkt,